Mit Ark Genesis 2 ist der Strider ins Spiel gekommen, von mir unterschätzt, von einigen von euch unterschätzt und deswegen heute mal 6 Gründe, warum du dir auf jeden Fall einen Strider zähmen solltest. Beziehungsweise hacken solltest. Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Wenn du darauf Bock hast, lass ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein und zwar mit Punkt Nummer 1. Wir sind hier auf dem Zarata PvP-Cluster übrigens. Hier nehme ich heute mal das Video auf und Punkt Nummer 1 ist folgender: Farming. Ich wechsle dafür einmal kurz auf meinen Farming-Strider. Ich reise kurz mit dem Bett dahin. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, denn der Strider eignet sich ideal zum Farmen und gerade in Kombination mit einer Tech-Box bzw. Tech-Storage-Einheit, wie auch immer, kann man extrem viel Sachen machen. Und ihr seht das schon, der farmt jetzt hier einfach mal irgendwie alles weg. Und innerhalb von ein paar Sekunden. Gut, es kommt natürlich auch auf die Farmeinstellung des jeweiligen Servers an. Aber innerhalb von ein paar Sekunden ist einfach das gesamte Inventar voll. Wir sind hier, glaube ich, auf mal 2. Beziehungsweise waren wir auf mal 2. Ich glaube das nicht mehr, dass wir auf mal 2 sind. Jedenfalls schaut euch das an. Es ist einfach wirklich unfassbar. Und wenn ihr jetzt einfach Beeren braucht, um eine Zucht zu machen. Oder ihr wollt Kibbel kochen. Oder ihr braucht Narkosemittel. Dann seid ihr hier auf einer guten Seite, weil es ist einfach unfassbar viel, was ihr hier mitnehmen könnt. Das ist mega, mega krass. Es geht beim Metall geht's genauso im Space, da könnt ihr euch unglaublich viel mitnehmen. Und das Geniale ist ja, wenn der Strider mal voll ist, dann könnt ihr euch das einfach in euer Inventar ziehen, dann ins Tribut ziehen. Hier habt ihr 100 Slots frei, da wiegt es gar nichts und das könnt ihr später alles komplett droppen. Und euch eben ja ins eigene Inventar packen und damit nach Hause fliegen und in die Base packen, was mega, mega crazy ist. Das mal so ein kleiner Einblick zum Farmen, wie man das genau macht, habe ich ein extra Video zu gemacht, verlinke ich euch. Und das Hochladen bringt uns direkt schon zum nächsten Punkt und zwar hat jeder Strider einen Transmitter. Das ist dieses Ding, was wir hier ein- und ausschalten können und das ist mega praktisch. Warum, sage ich euch jetzt. Einmal reingehen, wir schalten es einmal an und gehen einmal rein. Zum einen haben wir hier unser Tribut, das habe ich gerade schon angesprochen, 100 Slots, die nichts wiegen, die ihr aber nur bei dem Strider, ja, auf die ihr nur bei dem Strider zugreifen könnt, den ihr gerade befüllt habt. Zum anderen gibt es hier noch die Ark-Daten, dort könnt ihr Sachen reinlegen, das sind 50 Slots, die von jedem Strider aus verfügbar sind, beziehungsweise auch von jedem Missionsterminal, weil der Transmitter funktioniert einfach wie ein Obelisk oder ein Missionsterminal. Und zum anderen können wir hier zu einem anderen Server reisen, beziehungsweise eben uns eben auch im Singleplayer hochladen und so auf eine andere Map kommen, was auch mega, mega nice ist. Übrigens, also über die Ark-Daten bekommt man auch ganz gut Sachen von A nach B, beziehungsweise wenn man das jetzt hier als Farm-Strider hat, bekommt man die Sachen auch so in die Base, wenn man einen zweiten Strider in der Base hat, so wie ich das habe. Punkt Nummer 3, der Strider hat ein Bett, was man zur Schnellreise benutzen kann. Warum ist das relevant? Es gibt super viele verschiedene Strider, die man ganz individuell einsetzen kann und wir reisen einmal kurz. Wichtig, dafür muss das Inventar leer sein, beziehungsweise es wird geleert, weil ihr reist immer nur ohne Inventar. Wir gehen hier mal auf die Schnellreise und beispielsweise habe ich hier einen Strider platziert, zu dem wir jetzt mal hinreisen, der einen speziellen Kopf hat, mit dem wir die Umgebung scannen können, denn ich bin noch auf der Suche nach R-Megatherien und wir schauen uns das Ganze mal an, wo jetzt irgendwie mal ein Dino steht. Wir drehen uns einmal um und mit dem Sekundärangriff können wir dann beispielsweise hier auch mal die Umgebung scannen und wir sehen es auf der linken Seite, da wird uns doch einiges angezeigt, was sich hier gerade befindet und nicht nur das, wenn wir ein bisschen weitergehen, da vorne jetzt wird uns noch eine Schildkröte angezeigt und eben markiert mit dieser weißen Umrandung. Und so könnt ihr eben von A nach B reisen. So komme ich auch wieder schnell in die Base, wenn ich jetzt eben ja nur was schnell gucken wollte oder nur mal eben abchecken wollte, welches Biom haben wir gerade im Space. Lohnt sich das gerade für mich zu farmen? Ja, nein, vielleicht. Und so kommt ihr eben schnell hin und her. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Jeder Strider besitzt quasi auch einen Plattformsattel. Dafür reisen wir mal hier kurz Richtung Space und da sehen wir auch schon einen Strider, der bebaut ist. Das müsste hier von den Farmer Boys sein. Oh, die Farmer Boys, yes. Das sind die Farmer Boys rund um von hinten. Die haben auch einen Strider mit einem Mining-Kopf und mit den Taschen. Und wie man hier sieht, die haben das Ganze eben auch bebaut. Und eben hier einen Generator draufgestellt und auch eben ein Geschütz draufgestellt, um dann beispielsweise geschützt zu sein vor Feinden. Es ist ja immer noch Soft-PvP, beziehungsweise um geschützt zu sein vor ja, Kreaturen im Space, auch auf jeden Fall mega, mega nice, dass man das Ganze so ein bisschen bebauen kann. Punkt oder Grund Nummer 5 ist tatsächlich, dass die ultra variabel sind. Hier sehen wir zum Beispiel unseren Mining Drill Strider, den wir also zum Farmen benutzen.
Zusätzlich hat er aber auch noch so ein Schild, was wir hier ringsherum positionieren können. Ja, und wenn wir uns den Strider hier mal angucken, dann sehen wir, dass er so ein Geweih hat. Und wenn wir hier die sekundäre Attacke drücken würden, dann sehen wir, kommt so ein Ultraschall einmal kurz raus. Und damit wären jetzt für eine kurze Zeit alle ja, Rohrangriffe, ja, also alles, was ein Yuti macht oder was ein Mammut macht, wäre damit erstmal deaktiviert. Und wir haben hier eben die Taschen, ne? Also die kann man auch sehr stark kombinieren, beziehungsweise wir kombinieren sie ja nicht aktiv. Es ist ja random, wie sie reinspawnen, das ist auf jeden Fall auch ein großer Grund. Also man hat eben eine hohe Variabilität, das ist ein richtiges Wort. Und er kann die eben vielfältig einsetzen, was auch mega, mega nice ist. Und was auch mega, mega nice ist, ist eben Punkt 6. Das haben wir eben schon so ein bisschen angeteasert mit unserer Fähigkeit, mit dem Scan. Was mir lange nicht bewusst war, ne? Klar, ich wusste das mit dem Scan, dass man das machen kann, aber man kann es auch super stark einsetzen. Weil beispielsweise sucht man sich mal eine Spawn-Map raus, ja? Und jetzt wie bei mir, ich weiß, okay, hier sollen überall R-Megatherien rumlaufen. Ich scanne mal so ein bisschen die Umgebung eben in dem Bereich und laufe so ein bisschen weiter und bewege mich eben die ganze Zeit und bekomme ja auch andere Sachen, ne? Eben angezeigt. Da unten müsste jetzt ein Iguanodon laufen, ganz genau. Kriegen wir eben auch mit angezeigt mit dem jeweiligen Lebenswert, mit dem Level, mit dem Geschlecht und so weiter. Und wenn wir jetzt mal kurz weiterdenken, ich benutze ja häufig in meinen Videos die Creature Finder Deluxe Mod. Und die wird ja nicht ganz damit ersetzen, also wir können ja nicht genau sehen, wo die Dinos sind und fliegen dann dahin. Wir müssen ja schon selbst noch aktiv suchen, aber das ist eben ultra, ultra strong, weil wir sehen jetzt, wie viel wird uns hier angezeigt. Und wenn wir immer ein bisschen weiter laufen, da habe ich heute auf jeden Fall dann 5 oder 6 R-Megatherien mit entdeckt, wovon ich dann insgesamt 5 gezähmt habe, 4 Weibchen für meine Zucht und ein Männchen eben nochmal... Ja, um zu gucken, ob da nicht vielleicht ein besserer Lebenswert bei rumspringt. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich diesen Strider überhaupt benutze, aber ich finde ihn mittlerweile so mega nice, weil die Erfolgsquote eben so hoch war heute bei mir. Und ja, man muss zwar immer noch aktiv suchen, aber das ist eben die Studio Wildcard Variante von der Creature Finder Deluxe Mod, finde ich. Und manchmal muss man die Sachen eben ausprobieren, ne, um zu wissen, ob sie funktionieren oder was taugen oder was auch immer. Und ihr seht es ja, man kann jetzt hier halt wunderbar durchgucken und anhand der Silhouette dann schon sehen, läuft da ein Megatherium rum oder nicht, und weiß dann einfach ganz gut Bescheid und kann sich das dann eben einstecken oder eben auch nicht. Und da haben wir doch, guck mal, da haben wir doch eins vor uns, das hätte ich so hier gar nicht durchgesehen, auch nicht mit dem Tech-Helm. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr rangehen, sehen wir hier, ist ein wildes Männchen, ne, Level 55. Aber wir bekommen es immerhin angezeigt. Und Männchen brauche ich jetzt aktuell nicht, sonst würde ich es direkt mitnehmen. Aber das ist eben super, super genial, um eben genau die Dinos zu finden, die du brauchst. Man muss natürlich auch erstmal mit dem Tech-Strider irgendwo hinkommen. Allerdings könnte man ihn ja auch an dem Missionsterminal einfach hochladen und ihn an einem anderen Missionsterminal runterladen, was dann in der Nähe von den Dino-Spawns ist, wo man eben hin möchte. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.